Ja, jetzt geht's auch wieder mit Edna bricht aus weiter. Und. Ah, jetzt. Ja. Ich weiß, Edna kommt in letzter Zeit ein bisschen zu kurz, aber ich weiß nicht, es. Weiß nicht. Ich habe zwar schon Harveys neue Augen gespielt und. Sag's mir, wie heißt es? Nicht Penumbra. Penumbra ist was ganz anderes. Deponia. Genau. Aber. Naja. Weiß nicht, ist halt der Nicht erste gerade Teil, ein ne? lauschiges Plätzchen. Ach, komm, ist doch geil. Nein, 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 nein. Wer rastet, der Roastbeef? Plupp. Auch nicht schlecht. Plupp. Da kommen die Münzen rein. Oh. Leer. Warum? Aschenbecher? Das soll ein Aschenbecher sein? Ja. Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Ja. Ist das nicht? Ja. Ja, komm halt die Fresse. Oh Gott, was wir alles haben. Ha. Cool. Was? Oh, ein Becher. Ich hoffe mal, dass es verschiedene Arten gibt, das Spiel zu lösen, weil ich glaube nicht, dass das die richtige Art und Weise ist, mit der ich hier rumlaufe. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Ha, okay. Ich weiß es, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, weil. Schon so lange her. Och, es ist hell. Wow. Papier? Kann man Papier mit der Schere schneiden? Mal gucken. Ja, jetzt nehmen. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Hä? Was bringt das dann? Schnipp. Edel? Ja. Ach, keine Ahnung. Das ist echt komisch. General. Das verstehe ich nicht. Warum nimmt sie den Generalschlüssel nicht mit? Nur weil es so ein krankes Kunstwerk ist. Okay, Plakat. Können wir vielleicht. Nur vielleicht. Haben wir da. Du bist echt gemein. Okay, hier ist die Tür. Da drin war nur der Typ, der da. Soll ich was sagen? Ich bin echt aufgeschmissen. Hier haben wir ja schon alles durchgeforstet, soweit ich weiß. Ja. Am Telefon hinten waren wir auch schon. Gehen wir mal hier durch. Es gab. Hallo? Spielen wir jetzt Verstecken oder was? Es kann ja sein, dass wir. Ach, hallo, Yuppie. Ach, Kacke. Ernsthaft. Leute, nein. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Oh ja. Stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich, mal ernsthaft jetzt. Also als Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Bist du auch nett. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Komm, nehmen wir mal mit. Den hässlichen Klumpen? Ach nö. Och nö. Topfpflanze, können wir die auch zerschnibbeln? Ist echt gemein. Ha. Komm, nimm den Stuhl mit. Nein, er scheint irgendwie dahin zu gehören. Lichtschalter? Ja, benutzen. Oh, scheiße, ist das hell. Jetzt so? Das einzige Licht, das Sie bekommen, kommt vom Fernseher. Lampe? Wenn man mal darüber Ja, nachdenkt. blub. Na komm, reden wir mal mit Hallo? dem. Hi. Hey! Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Gott. Meine Fresse. Oh nö, nicht so viel zu reden. Ja. Ich heiße Edna. Hi. Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Knock, knock, knock. On the heaven's door. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nockforschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel?
Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Also ja, ich habe letzte Woche auch hier einen ganzen T-Rex unter meinem Sofa gefunden. Also, müsste ich mal nachschauen. Bist du etwa einer von ihnen? Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert. Und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Auch nicht schlecht. Aber ernsthaft, wenn es so weitergeht, dann glaube ich echt, dass das Let's Play um die 500 Parts lang wird. Also, nee, du. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Also ich würde meinen, der Dinosaurier verhungert irgendwann, wenn der immer nur den Mund auf und zu macht oder sowas zu fressen bekommt. Sag ich doch. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wägen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Pullkappen schmerzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Okay, cool. Ich will aber noch Verdammt, reden. Aber ich habe zu tun. Ach so. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Wow. Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Alter. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Doc Dummerchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Ein Teddybär. Of course! Er zückte Dino-Menschen-Breeden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Geil. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Okay, ich weiß jetzt wenigstens schon mal den Titel für das Video. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Was? Ich hab das Wort nicht verstanden. Fossilen Bernsteineinschlüssen. Ach so. Ah, nee, das sind Insekten, du Vogel. Ich schau später nochmal vorbei. Och, Kind. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Genau. Jetzt haben wir nur noch den Fernseher, oder? Ach, zu dem Sessel hat sie gemeint. Ah, komm, schalt mal um. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, warum sie die Dinger da überdingst haben, aber naja. Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Was mit Super RTL? RTL, Familienbrennpunkt oder so? Och, Kind. Ja, obwohl. Es läuft eh nur Mist, ja. Stimmt. Hast recht. Hallo? Hi. Hallo! Alter, er telefoniert. Scheiße. Ich finde das so toll. Hallo! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, Sino Yuppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende.
Ah! Wir könnten den doch irgendwie da reinbekommen an den Fernseher, oder? Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir. Warum? Die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Euro? Nur, weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, Sino Joppi, es ist dein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Hm. Ja, das könnte es. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Hallo? Hallo? Ich will nur kurz verkaufen. Kaufen. Feuer, Feuer, kaufen. Kommen wir wieder zu derselben? Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du. Puh, gut, dass ich da nicht abgelenkt war. Kaum auszudenken. Hallo? Hallo? Komm, wir kriegen noch irgendwie dazu, dass der jetzt... Warte mal, verkaufen. Verkaufen! Was sagst du? Verkaufen? Nein, wir hatten ja gerade alles auf nicht verkaufen, gell? Warte mal. Verkaufen! Alles kaufen. Verkaufen? Noch nicht kaufen? Ja, komm, hau rein. Verkaufen! Verkaufen? Wirklich verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Ja, okay, das hatten wir Was schon. Was sagst du? Na. Ja, sorry, das hatten wir schon. Hallo? Hallo? Ah, ja. Dann machen wir jetzt einmal mal kaufen, ne? Kaufen! Was sagst du? Kaufen! 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 Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Nein. Ist alles kaufen. Nein, kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, ein Glück. Was? Das letzte war der Ausschlag. Puh. Och. Das ist dann kaum aus. Ach. So. Hallo? Hallo? Ah, okay. Mal schauen. Kaufen! Komm. Was sagst du? Kaufen? Ich habe nämlich gerade die dritte Option gelesen. Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Diese. Vielleicht langsam verkaufen? Komm, diese hier. Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge. Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Oh nein, nicht schon wieder. Das Telefonat. Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Geil. Ach ja, wie toll. Ach ja. Gut, aber wir machen dann im nächsten Part weiter, okay? Gut. Bis dann. Tschüss.